Echos im Stein. Talia versuchte, dem Sandsturm zu entkommen, als sie das Wasser das erste Mal bemerkte. Anfangs war es kaum bemerkbar, nur eine kühle Feuchte, die sie spürte, als die Steine tief unter dem Sand hervorkamen. Je näher sie dem alten Shurima kam, desto mehr nasse Rinnsale tropften von jedem neuen Stein, als würden sie weinen. Talia wusste, dass die Steine Geschichten zu erzählen hatten, während sie durch die Wüste sauste, doch sie hatte nicht die Zeit herauszufinden, ob es Freuden oder Trauertränen waren. Als sie nahe genug war, dass die große Sonnenscheibe ihren Schatten auf sie werfen konnte, floss das Wasser aus unterirdischen Schichten wie kleine Flüsse über die Felsplatte, auf der sie dahinglitt. Sobald sie an den Toren angekommen war, hörte sie das ohrenbetäubende Grollen von Wasser, das über den felsigen Untergrund rauschte. Die Oase des Morgens, die Mutter allen Lebens, toste unter dem Sand. Die Leute ihres Stammes waren dem Wasser jahrhundertelang die Jahreszeiten hindurch gefolgt. Die beste Möglichkeit, ihre Familie zu finden, wäre es gewesen, dem Wasser zu folgen. Jetzt floss das Wasser in Shurima zu Talias Enttäuschung jedoch wie in vergangenen Zeitaltern wieder aus einer einzigen Quelle. Die tragischen Überreste der Hauptstadt waren stets gemieden worden, fast so sehr wie die große Sai und die tödlichen Kreaturen, die dort jagten. Selbst die bewussten, dass sie der Stadt besser nicht zu nahe kamen. Bis jetzt. Talia brachte ihren felsigen Untersatz plötzlich zum Stehen und stolperte fast, als sie den Stein schnell unter die Oberfläche des Sandes zurückschob. Sie blickte sich um. Die Frau aus Vekaura hatte recht behalten. Dieser Ort war nicht länger eine vergessene Ruine, die von Geistern im Sand heimgesucht wurde. Tatsächlich herrschte in dem notdürftigen Lager vor den Mauern reges Treiben, wie in einem Ameisenhügel vor einer Überschwemmung. Da sie nicht wusste, wer diese Leute waren, hielt sie es für das Beste, nicht mehr als nötig von sich preiszugeben. Anscheinend waren Stämme aus allen vier Ecken ihrer Heimat vertreten, doch als Talia die vielen Gesichter näher betrachtete, fiel ihr kein Bekanntes auf. Die Leute hier waren uneins. Sie stritten sich darüber, ob sie in ihren vorübergehenden Lagern bleiben oder in der Stadt Schutz suchen sollten. Einige befürchteten, dass die Stadt so schnell wieder einfallen würde, wie sie sich erhoben hatte, und alle unter sich begraben würde. Andere sahen den Sturm, der vor unnatürlichen Blitzen nur so knisterte, und schätzten, dass ihre Überlebenschancen innerhalb der Mauern größer waren, selbst wenn sie einst generationenlang im Sand versunken waren. Sie bewegten sich alle sehr rasch, packten willkürlich Sachen zusammen und schielten besorgt zum Himmel hinauf. Talia hatte das Rennen gegen den Sturm gewonnen, doch es würde nicht lange dauern, bis der Sand gegen die Tore peitschte. Jetzt wäre es an der Zeit für eine Entscheidung! Eine Frau rief ihr etwas zu, ihre Stimme ging im Rauschen des Wassers der Oase und dem sich erhebenden Sturm fast unter. Gehst du hinein oder gehst du fort, Mädchen? Talia wandte sich der Frau zu. Sie war shurimanischer Abstammung, doch sie kannte sie nicht. Ich suche nach meiner Familie. Talia deutete auf ihre Tunika. Sie sind Weber. Der falkenköpfige Vater hat allen innerhalb dieser Mauern Schutz zugesagt, erwiderte die Frau. Falkenköpfiger Vater? Die Frau sah Talias beunruhigtes Gesicht, nahm ihre Hand und lächelte. Asir ist als Aufgestiegener zu uns zurückgekehrt. Die Oase des Morgens sprudelt wieder. Für Shurima ist ein neuer Tag angebrochen. Talia sah sich die Leute um sie herum genauer an. Es stimmte. Sie waren unentschlossen, ob sie tiefer in die riesige Hauptstadt hinein sollten, doch die Angst auf ihren Gesichtern rührte eher von dem unnatürlichen Sturm her, als von der Stadt oder dem zurückgekehrten Imperator. »Heute Morgen waren Weber hier. Sie wollten in der Stadt warten, bis der Sturm vorbeizieht«, fuhr die Frau fort. Sie zeigte auf die Menschenmassen, die in das neu erwachte Herz von Shurima drängten. »Wir müssen uns beeilen! Sie schließen die Tore!« Die Frau zerrte Talia auf eines der großen Tore der Hauptstadt zu. Hinter ihnen drückte sie eine Gruppe Fremder vor sich her, die sich in letzter Minute dagegen entschlossen hatten, es alleine mit dem Sand aufzunehmen. Ein paar vereinzelte Grüppchen hielten sich an ihre Tiere und waren fest entschlossen, den Sturm zu überdauern, wie es shurimanische Karawanen seit Generationen getan hatten. In einiger Entfernung knisterten seltsame und bedrohliche Blitze am Rande des Wirbelsturms. Alte shurimanische Traditionen waren vielleicht nicht genug, um den Sturm zu überleben.
Talia und die Frau wurden über die goldene Schwelle gedrückt, die Shurima von der Wüste um sie herum trennte. Die schweren Tore schwangen mit einem hallenden Dröhnen hinter ihnen zu und die schiere Größe von Shurimas alter Pracht erstreckte sich vor ihnen. Die Menge blieb in der Nähe der dicken schützenden Mauern, als wäre sie nicht sicher, wo sie hin sollte. Es schien fast so, als spürten sie, dass die leeren Straßen jemand anderem gehörten. »Ich bin sicher, dass deine Leute irgendwo in der Stadt sind. Die meisten sind in der Nähe der Tore geblieben. Die wenigsten sind mutig genug, weiter hineinzugehen. Ich hoffe, du findest, wonach du suchst.« Die Frau ließ Talias Hand los und lächelte. »Wasser und Schatten dir, Schwester!« »Wasser und Schatten!« Talias Stimme verlor sich, als die Frau in der wuselnden Menge verschwand. Die Stadt war Jahrtausende lang still gewesen und pulsierte jetzt mit Leben. Über Shurimas neueste Bewohner wachten andächtig behelmte Hüter, die rot-goldene Wüstenmäntel trugen. Obwohl keine Unruhe herrschte, hatte Talia weiterhin das Gefühl, dass etwas mit diesem Ort nicht stimmte. Talia suchte an der dicken Mauer Halt, um sich abzustützen. Sie schnappte nach Luft. Der Stein unter ihrer Handfläche pochte. Schmerz. Ein schrecklicher, blendender Schmerz überkam sie. Zehntausende Stimmen waren in den Stein geritzt. Die Angst und Qualen ihrer letzten Augenblicke, bevor ihre Leben ausgelöscht und ihre Umrisse in den Stein gebrannt worden waren, schrien in ihrem Geist. Talia riss ihre Hand von der Mauer und stolperte. Sie hatte in der Vergangenheit bereits Vibrationen im Stein gespürt, nachhallende Erinnerungen einer vergangenen Zeit, doch noch nie auf diese Weise. Das Wissen darüber, was sich zugetragen hatte, bestürzte sie zutiefst. Mit wildem Blick stand sie da und starrte mit neuen Augen auf die Stadt. Ein starkes Ekelgefühl überkam sie. Dies hier war keine neugeborene Stadt, dies war ein leeres Grab, das sich aus dem Sand erhoben hatte. Als Azir das letzte Mal dem Volk von Shurima Versprechungen gemacht hatte, hatte dies unzählige Leben gefordert. »Ich muss meine Familie finden«, flüsterte sie.